die Engländer, so habe ich mich neulich mal aufklären lassen, sagen zu dieser Ecke hier Barbecue Corner. Okay. Aber die sind ja auch bekannt für ihren schwarzen Humor. Humorlos, dagegen die Strecke, die legendäre Nordschleife. 20,8 Kilometer, 73 Kurven und 300 Meter Höhenunterschied. Die Rennfahrerlegende Jackie Stewart gab ihr folgerichtig den Beinamen Grüne Hölle. Ein naheliegender Schluss. Ja, Wahnsinn. Es ist die Hölle. Jetzt weiß ich, warum ist die Hölle. Ist alles klar. Viperbändiger Andy modelliert tiefe Lachfalten in jedes Gesicht. Hey Leute! Echt toll, ja? Super Sache. Okay, Passatfahren ist eine andere Welt, ich geb's zu. Ja? Okay. Hier haben wir noch einen separaten Griff für dich. Ja, da darfst du dich gerne dran festhalten. Wir haben auch so ein klein bisschen Bremsprobleme gerade. Das heißt, wenn uns die Bremse ausfällt, dann darfst du gerne hier an dem Hebel noch ein bisschen mitarbeiten, wenn du möchtest. Aha. Ich freue mich schon. 1 PS muss gerade mal 3,4 Kilo nach vorne peitschen und alle haben sichtlich ihren Spaß. Auch der Tankwart. Schließlich schluckt die Viper im Rennbetrieb geschätzte 40 Liter auf 100 Kilometer. Kein Wunder bei 8 Maß Hubraum. Alte Scheiße. Und das machst du jeden Tag? Ja. Auf der Bremse vom Arenberg merkt man, wie schnell man war. 180 Grad Kehre. Upsala. Nochmal eine kleine Stromkuppe. Und für Sicherheit nehme ich uns ein bisschen Tempo raus. Überholen leicht gemacht. Möchte gern Raser degradiert zu willigen Opfern des Rennreptils. Volle Konzentration und beste Streckenkenntnis sind die Voraussetzungen für diese Achterbahnfahrt. Den Fahrer erwarten ständig wechselnde Bedingungen. Dazu kommen schmierige Graffitis und nicht vorhandene Auslaufzonen. Genau die richtigen Zutaten für die härtesten Beifahrer. Und wenn es dir gefallen hat, gib mir 5. Super, abfrei. Super. Schön war's. Adrenalin geladene 8 Minuten pro Runde. Viel zu kurz für die begeisterten Co-Piloten. Viperfahren macht süchtig. Ich glaube, so sieht man dann aus, wenn man froh ist. Wie als kleines Kind im Land, das ein schönes Spielzeug benutzen durfte. 50% nass, 50% trocken. Das macht das Fahren immer sehr, sehr tricky. Aber ich gebe mein Bestes und die nassen Stellen können wir natürlich ausnutzen, um da ein paar schöne Driftwinkel dahin zu zaubern. Driftwinkel, ein Fremdwort für Michael, Student aus Lippstadt. Ich bin noch nie schnell Auto gefahren und deswegen erhoffe ich mir jetzt den ultimativen Thrill bei dieser Fahrt. Michael, den sollst du kriegen. Erster Kick, die Beschleunigung. Andy erweist sich als echter Entertainer. Oh Scheiße, wir haben gar keine Bremse hier an Bord. Oh. Oh, oh. Hey. Alles gut bei dir? Alles super geil! Es ist hammergeil! Es ist unglaublich! Also wirklich, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich bin mehr am Schwitzen als der Andi. Also unglaublich! Super geil! Super geil! Verschwitzt, aber glücklich. Unvergessliche Minuten liegen hinter allen Teilnehmern. Zurück bleiben zwei nassgeschwitzte Helme und die Gewissheit, ich war dabei.